zum sorbischen Volk gehört, wer sich zu ihm bekennt. Das Bekenntnis ist frei und darf weder bestritten noch nachgeprüft werden. Das ist eine spannende Geschichte. Sie haben sich zu den Sorben bekannt, kann man das so sagen? Ja. Sie sind Sorbin? Ja. Warum? Weil ich mich hier, also nicht hier, sondern in der Lausitz, wie zu Hause fühle. Ich habe mein ursprüngliches Mutterland verlassen und ich habe mich hier wiedergefunden. Und vor allen Dingen, als ich dann angefangen habe, mit den Menschen zu kommunizieren, ich kenne ja viele Dörfer, also übertrieben gesagt beinahe jedes Dorf. In den Dörfern weiß ich genau, welche Menschen Wendisch, Sorbisch sprechen. Ich treffe die tagtäglich, ich spreche täglich zumindest 80% Sorbisch-Wendisch und 20% Deutsch, vielleicht davon noch 5% Polnisch, weil wir auch Polnischkurse machen. Und es gibt viele Parallelen, auch in der Mentalität, muss ich sagen. Es fiel mir am Anfang sehr, sehr schwer, heimisch zu werden, weil doch die deutsche Mentalität und die polnische in kleinen Sachen, manchmal in Details, doch recht unterschiedlich sind. Und erst wirklich, als ich da hineingeraten bin in diese Sprachschule und die Menschen getroffen habe, da habe ich mich ganz wohl gefühlt. Und ich denke, dass diese Sprache, die bis heute überlebt hat, dass das ein großer Schatz ist. Und auch das Brauchtum und die Kultur, die ja die Deutschen auch mit den Sorben pflegen. Das ist ja nicht so, dass die Sorben das nur für sich pflegen. Wir leben ja, die Deutschen und die Sorben, seit zusammen, gemeinsam, nebeneinander. Und man pflegt diese Kultur und Brauchtum und ja, man kommuniziert miteinander. Und ich habe mich ganz einfach in diese Sprache und in dieses Volk verliebt. Und ja, ich bin eine ganz bewusste Sorbin. Vor allen Dingen, diese Sprache birgt in sich ganz, ganz viele Sachen, die in anderen Sprachen untergegangen sind. Also archaische Sachen, archaische Formen, muss ich mal so sagen, in der Grammatik oder im Wortschatz, ja, die vielen Wissenschaftlern, Slawisten auch helfen. Das ist ein Kettenglied, bestimmte Erscheinungen in anderen Sprachen aufzuklären. Ja, weil diese Sprache eben zurückgedrängt wurde. Sie wurde nicht so akzeptiert, sie war nicht so akzeptiert und wurde mehr zu Hause gesprochen. Und irgendwie ist sie auch teilweise stehen geblieben. Und das ist auch das Geheimnisvolle. Das ist dieses Geheimnisvolle. Es gibt zum Beispiel Dual. Ja, eine Form, wenn zwei Personen etwas machen. Ich mache etwas, wir machen etwas, aber wir beide machen etwas oder sie beiden machen etwas. Ja, die kann man beugen. Die Pronomen, die Adjektive, die Substantive, wenn hier Lehrer unter uns sind. Ja? Oder es gibt eine bestimmte Form wie Supinum nach Bewegungsverben. Ja? Also viele, viele archaische Sachen, die mich einfach faszinieren und die Menschen faszinieren mich auch.